suche ich eigentlich immer wieder erneut meinen Tuff-Tuff. So, Lykoplasma, ne? Ganz ehrlich, ich weiß langsam nicht mehr, wieso ist er, warum. 1000 Meter. 1000 Meter, da oben ist Sauerstoff? Was war denn da oben, dass da Sauerstoff ist? Das ist Sauerstoff-Symbol. Waren wir das schon mal? Egal, ich geh mal zu meinem vermeintlichen Lykoplasma, ne? Ich analysiere das jetzt nochmal. Oh, da ist sogar noch ein Geschütz, was schießen kann. Oder? Nee. Das verstehe ich auch noch nicht, was das hier sein soll. So, hier hätte ich jetzt gedacht, hier kriegen wir Lykoplasma. Und zwar genau das da. This looks like... This looks like the shit we need. But we can do nothing. Mit dem... Hä? Das habe ich doch probiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Direkt nochmal zurück in die Base. Wir können... Wir können uns Raumschiff bauen, Leute. Was? Oh mein... Yeah, also ich gehe jetzt nochmal in die Base. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ja. Alter, mit einmal ist das Spiel komplett zugänglich, würde ich mal sagen, ne? Vor allem, ich war hier schon mal und habe meines Erachtens nach alle Tools ausprobiert. Der Greifer ging da meines Erachtens nach nicht so, aber gut. Jetzt geht er. Oh mein Gott, und dann direkt noch so viel. Da hinten gibt es noch viel, viel mehr von dem ganzen Scheiß, aber ich glaube, wir brauchen ja bloß drei, ne? Insgesamt. Ne, zwei. Ich glaube, wir können uns Raumschiff bauen. I'm not entirely sure, but I think we can. Boah, kam heute einmal schnell entgegen. Boah, geil. Also was heißt, wir können es bauen? Wir können es jetzt erstmal erforschen. Ja. Das wird wahrscheinlich auch wieder eine halbe Stunde dauern, bis das erforscht ist. Aber trotzdem. Und dann ist wiederum noch die Frage, was braucht das an Sprit? Fliegt das überhaupt? Ist es wieder bloß ein Gag vom Spiel? Wissen wir auch noch nicht. Drei Kilometer, Alter. Ich glaube, da kommen wir erst hin, wenn wir die Strahlung komplett gesenkt haben. Da haben wir jetzt noch was. Dann können wir das da oben nochmal anfliegen, weil ich gerade gar nicht auf dem Schirm habe, was das sein soll. Aber wir müssen ja noch zweimal diese Strahlung senken. Ich weiß gerade gar nicht, wo das zweite Mal sein soll. Und ich gucke mir gerade hier die richtige Enttäuschung wieder an. Dieses dumme Modul. Ich dachte, wir können jetzt richtig geil reinfliegen, Alter. Große Enttäuschung. Ja, schade, weil es macht halt gar keinen Sinn so. Zweimal Lykoplasma, zwei Generatoren. Oh, das ist schon teuer. Zwei Generatoren. Alkali, Elektro, Kabel, Metall. Alkali, Elektro, Kabel, Metall. Alkali, Elektro, Kabel, Metall. Alkali, Elektro, Kabel, Metall. Alkali. Elektro. Alkali. Ich hab's leider. Alkali Kabel? Alkali Kabel, Elektro. Metall. Boah, ich habe, wir brauchen für das andere keinen. Keine Elektronik. Ich bin froh, dass wir erstmal ein bisschen Elektronik haben. Und jetzt geht es hier wieder drauf für so eine Kacke. Ich meine, was heißt Kacke? Wir brauchen die Kacke. So, Generator Nummer 1. 2. Damit erforschen wir das ja nur. Ne? Das machen wir jetzt nur rein für die Forschung.
Dann müssen wir das Ding noch bauen. So, zwei Kompensatoren. Das sind die Alkali Metall Titan. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ein Alkali-Problem. Alkali brauchen wir nur zwei, ne? Genau, veredelte Metalle waren zwei. Aber wir sind kurz davor, eine neue Ära in der Technologie zu erreichen. Geil! Und der letzte Kompensator. Dann fehlt nur noch eine Zutat und wir können die Forschung in Auftrag geben. So, zwei Breath Edge Energiekerne. Ganze zwei. Wie viel haben wir? Zwei. Ich weiß noch nicht, wo die gelagert sind, aber wir haben zwei. Schau mal, die brauchen wir nicht für irgendwas anderes. Das wäre schon los. Da. Breath Edge Energiekerne, DOS. Oh ja. Oh nein, was ist, wenn wir... Das ist jetzt nur die Forschung. Was ist, wenn wir für die Herstellung auch nochmal zwei Stück brauchen? 10 Minuten. Oh, nur 10 Minuten, Leute. Geil. Es ist in der Mache. Es ist in der Mache. In 10 Minuten haben wir es. Coole Scheiße. Ich gehe nochmal ganz kurz ein bisschen Trinken farmen. Weil uns geht halt langsam echt das Trinken aus und ich habe nichts mehr. Essen haben wir noch genug, aber... Trinken, Leute. Es sieht gar nicht gut aus. Ich meine, wir können jetzt hier ein bisschen am Eis lutschen, ne? Aber... Und so gesehen haben wir hier genug trinken. Ist das ein großer? Ja. Ich wollte ihn einfach einstecken. Oh, Ehre direkt. Ah. Ich habe mich zu doll gedreht. Da. Ja, es sind direkt zwei Trinkflaschen. Reicht das? Natürlich nicht. Wobei... Ach, die eine haben wir sogar schon getrunken, gell? Na, dann brauchen wir auf jeden Fall noch mindestens eine. Wobei ich auch der festen Überzeugung bin, dass da, wo wir hingehen, dass wir definitiv wieder ganz viele Trinkflaschen finden werden. Aber sicher ist sicher. So, komm, dann craften die jetzt noch und dann gehen wir mal da oben. Ja, da oben, weiß ich nicht. Wollen wir nochmal da oben gucken gehen und danach gehen wir da zu dem Fragezeichen. Und da waren wir auch noch nicht. Da so in etwa die Reihenfolge. Sauerstoffkerzen habe ich zur Not genug dabei. Ich bin gespannt, was uns da alles erwartet. Wenn wir davon wieder zurück sind, können wir uns ein Raumschiff bauen. Quatsch, da will ich hin. Sehr schön. Das Ding ist, wir haben jetzt nur eine Flasche Wasser auf Vorrat, ne? Den Rest, den können wir jetzt direkt aufessen, auftrinken. So, da wollte ich rein. Ich bin am Überlegen. Nee, komm, scheiß drauf. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen direkt zur Sicherheit was mit, dass wir... So, dass wir Sprengstoff und alles haben. Aber ich glaube, dann reißen wir einfach wieder zurück. Dann reißen wir einfach wieder zurück, falls wir Sprengstoff benötigen sollten. 15 Treibstoff. Das könnte ein Problem werden. War ich da oben schon mal? Kann das sein?
War ich jemals da oben? Muss ja. Weil ich glaube, das sind ja die Symbole für Sachen, die wir bereits entdeckt. Ah, hä? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, jemals so weit hier oben gewesen zu sein. Gucken, ob er gleich was sagt. Oh, hier sind aber noch... Nee, du, hier kann ich noch nicht gewesen sein, oder? Seht ihr das, was ich sehe? Seht ihr das, was... Ach nee, scheiße, es war gar keiner. Oh! Oh! Der Strahlbeschleuniger, den wir ja schon kennen. Scheiße. Ja, den kennen wir schon. Ach, okay, gut. Ja, ja, ja. Das ist eins von den Geschützen, die wir deaktiviert haben. Das heißt, hier waren wir definitiv schon. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich doch wieder erinnern. Wir waren hier schon. Ah, okay, hier waren wir noch nicht, Leute. Oh, shit. Oh, shit. Alles klar. Oh, wir werden beschossen. So, absteigen. Zack, Blaster. Wo bist du? Wo bist du da? Und an. Da, da, da. Kommt dran, meine Kollegen. Junge, der lässt ja mal richtig rein. Hä? Stand nicht gerade irgendwas mit? Ja, den haben wir einfach zerlegt, ne? Bringt uns gar nichts. Oh mein Gott. Das war einer. Respawn die etwa auch? Jetzt mal Real Talk. Ich glaube, hier war ich tatsächlich doch noch nicht, ne? Ist gerade sehr viel. Hä, war hier nicht. Hä, habe ich nicht gerade eine Eingangstür gesehen? Ich dachte gerade, hier eine Eingangstür gesehen zu haben. Hm. Naja, anscheinend ja nicht. So, da ist auf jeden Fall noch ein Gegner. So, den haben wir auch zerlegt. Ja, krass, mit einem brauchen wir ganz viel Lykoplasma. Hat er uns schon? Komm, ich mach ihn erstmal kaputt. Sicher. Linguistic analysis of the large inscription shows that it's module number 51. Okay, den haben wir auch. So, Medikit haben wir eigentlich mitgenommen, ist aber schon weg. Was hat er gelabert? Jetzt habe ich nicht zugehört. Was ist denn das da? Oh, fuck. Oh, fuck, 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 haben ein Problem, der nächste Treffer ist mein Tod. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, war das knapp. Gar nicht gemerkt. Junge. Junge, ich muss abbrechen. Junge. Apro, oh mein Gott. Den haben wir erst besiegt. Oder nicht? Lebt der jetzt schon wieder? Ich bin tot. You lie again. You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. Da bin ich gestorben, Leute. Ich bin das erste Mal an einer an einem
Gegner gestorben. Oha. Wann haben wir zuletzt... Moment. Als ob ich nicht gespeichert habe. Pisse. Ah, okay. Der Speicherstand ist da, wo wir trinken holen wollten. Alles klar. Ja, die sind krass. Was machen wir dagegen? Was machen wir dagegen? Zumal, also treffen tun die dich halt, ne? Wenn du seitwärts, du kannst seitwärts fliegen, aber... Oh, das braucht auch Eis. Das Ding ist, dann triffst du die halt nicht. Und du hast ja auch nicht unbegrenzte Munition. Also ich bin halt nicht gut im Treffen, ne? Scheiße. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal, leider Gottes... Den Blaster haben wir hier schon gecraftet. Ja, genau. Den Blaster haben wir hier schon. Wir müssen jetzt nochmal ganz kurz trinken holen gehen. Dann speichere ich. Militäranzug? Es gibt noch einen weiteren, noch einen besseren Anzug. Das ist interessant. Leider können wir uns den jetzt noch nicht angucken, weil ich ja gestorben bin. Ein bisschen blöd gelaufen. Ich werde mir auch zur Sicherheit gleich nochmal auf dem Rückweg Treibstoff machen. Ist ja absolut nicht teuer, Treibstoff. Was war es, ein Harz und ein Metall oder so? Stück reicht. It's enough. Vierundzwanzig Haltbarkeit von 100. Vielleicht sollte ich auch mal in Erwägung ziehen, mein Schiff zu reparieren. Aber nur vielleicht. Ich kann nicht alles so behandeln wie mein Auto. Gewisse andere Dinge zerfallen mit der Zeit. Mein Auto halt nicht, aber. Ich finde das Leitersystem auch ein bisschen doof programmiert. Also es gibt halt kein Leitersystem, ne? Du klickst halt die Leiter an und bist halt oben. Oder du klickst die Leiter an und bist halt unten. Leider ist das so. Treibstoff wollte ich mir noch bauen einmal. Ja, wo war denn das? Hier, bei Werkzeuge, Ressourcen zusammengesetzt. Ah da. Zwei Metall, zwei Harz. Dann sind wir auf der sicheren Seite, weißt du? Okay. Können wir nicht irgendwo stecken bleiben. Ich würde da jetzt gerne nochmal hin. Also, der Militäranzug ist halt geil. Den hole ich mir. Wir müssen gucken, dass wir... Ich weiß halt auch nicht, ob das was bringt, gegen die zu kämpfen. Wenn ich gerade ehrlich bin. Okay, Fahrzeug getankt. Perfekt. So, speichern. Jetzt sind wir gut dran.
So, das hatten wir jetzt. Boah, das ist wild, das ist wild. Ist halt blöd, dass du definitiv Schaden nimmst. Ich kann da... Ich meine, wenn ich besser ziehen könnte. Aber ich finde, das Zielen hier in dem Game ist ein bisschen schwammig. Wenn du ein bisschen besser ziehen könntest, wäre es, glaube ich, okay. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern die sich reaktivieren, weil der Letzte, der uns getötet hat, bin ich der Meinung, dass wir den schon besiegt haben. Das wäre halt jetzt auch nicht so cool, wenn die einfach wieder respawnen.